Patrouille, ich will ja nichts sagen, aber ich bin auch ein Junge, Außerdem, bist wer sich aber weit. vernünftig anstellt, kann gar nicht gescampt werden. Guck mal. Wenn es um Summen geht, die echt wehtun könnten, also nicht so Kleinvieh, wo du sagst, ach komm, scheiß drauf, sind sie nur $200 oder so, dann suchst du dir einfach einen Middleman, einen Treuhänder, so wie mich. Eine vertrauenswürdige Person, die hundertprozentig nicht scammt. Und schon habt ihr ein Safe für nur 10% Gebühr, habt ihr einen Handel, der safe ist. 10%, wenn es dann jetzt um 1,5 Millionen geht. Dann kriege ich 150.000 Provision. Ja, das müssen wir mal überlegen. Das ist nicht nur so kleine Summen. Also, Ja. ich verstehe es ja gut, dass die Leute auch ein bisschen was davon wollen, Naja, aber 10%. die Sache ist die, ohne diese 150.000 Vermittlungsgebühr würde der Handel gar nicht zustande kommen. Außerdem, wenn beide Parteien die Hälfte davon übernehmen, sind es für jeden nur 75.000. Jetzt mal ernsthaft, wenn es um 1,5 Millionen geht. Und noch eine andere Sache, wann geht's denn um solche Summen? Das kann ich dir genau sagen bei Binzu Fresh und diversen anderen Leuten. Binzu Fresh hat vorgestern ein Deal Ja, aber gemacht mit 4,5 Millionen. wenn so eine Leute 4. miteinander handeln, die scammen sich ja wohl nicht, oder doch? Doch, Binzu Fresh scammt. Also, ist aus meiner Erfahrung her. Ich verbrenne hier wieder. Bist zu hot. Wenn's not hot, not hot. Kennst du das Lied? Nö. Nicht? Dann bist du ein Spießer.